Willkommen zur neuen Reise-TV-Sendung. Heute geht's in die Antarktis. Im Jahr 2017 wird Oceanwide zweimal ins Rossmeer fahren im antarktischen Sommer. Und da geht's auf Entdeckungstour in Gebiete, die ein Passagierschiff nur selten besucht. Stationen werden unter anderem sein Campbell Island, die Heimat des Königs Albatrosses, und die Hütten von Shackleton und Scott auf der Rossinsel. Zur Bucht der Wale und zur Kanan-Bucht, von wo aus die Norweger Amundsen und der Japaner Shiraz 1911 und 1912 zum Chef Isles starteten und wo Byrd in A Little America überwinterte. Das Expeditionsschiff, das genutzt wird, ist die MS Ortelius. Sie wurde 1989 in Gdynia in Polen für die Russische Akademie der Wissenschaften gebaut. Höchste Eisklasse bietet das Schiff, die UL1, und ist damit geeignet für Fahrten in mehrjährigen Packeis. 116 Passagierschiff fasst die MS Ortelius. Es gibt zahlreiche freie Deckflächen, von wo aus man also schön das beobachten kann, was einem eben in dieser schönen Landschaft eben geboten wird. Es gibt eine sehr erfahrene Bordcrew mit Nautikern, Hotelfachkräften, Expeditionsmitarbeitern und auch einem Arzt. Zwei Restaurants stehen zur Verfügung, eine Bar und ein Vortragsraum. Außerdem gibt es 11 Zodiacs. Und das Besondere, es gibt auch zwei Helikopter an Bord, falls die Eisverhältnisse Zodiac-Fahrten unmöglich machen, ist man mit dem Helikopter trotzdem eben in der Lage, Regionen zu erreichen, die Besucher sonst aufgrund von Barrieren an Land eher verschlossen bleiben. Die Einschiffung erfolgt in Ushuaia und die Ausschiffung dann in Bluff in Neuseeland. Termin dafür ist der 13. Januar. Und die Reise dauert bis zum 14. Februar 2017. Der Preis? Stolze 19.950 Euro. Aber dafür erlebt man eben etwas, was kaum jemand anders auf dieser Welt je erlebt hat. Von Bluff in Neuseeland zurück nach Ushuaia geht es dann am 15. Februar. Ankunft ist dann in Chile wieder am 17. März 2017. Oceanwide Expedience hatte diese Rossmeer-Expedition bereits 2013 erfolgreich durchgeführt. Also es gibt gewisse Erfahrungswerte. Das war heute ein bisschen Reiseinspiration im Reise-TV. Ich hoffe, es war interessant und wünsche wie immer eine gute Reise.